Servus und hallo zum neuen Video von mir auf meinem Kanal, extra für euch. Ihr seht schon, wir haben den Anhänger hergerichtet, wir haben den Traktor hergerichtet und das sagt uns, wir starten heute mit unserer Getreideernte. In welcher Reihenfolge weiß ich jetzt noch nicht ganz, das lasse ich dann so reinspinnen. Spontan den Bauch entscheide. Ach ja, vor lauter Erntefreude. Wir sind natürlich auf der Stabberbach unterwegs. Schwingen wir uns in unseren schönen Drescher. Und hole das Schneidwerk noch. Das geht gar nichts. So. Dann unsere Partybeleuchtung und dann gucken wir mal, wo könnte man anfangen. Das wäre Mais, das wäre Zollerblut. Da kommen wir gar nicht zu Rande. Ja, da gehen wir noch 78, 72, 74. Oder starten wir mit der 74, 72, 78 und dann die 115. Dann die 130. Ja, jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir wollen ja nichts überstürzen. Mit dem Kollege hier habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Aber geht einem Pfiffi. Dann gucken wir mal, ob wir durch den Wald durchkommen. Mit dem Drescher gespannt. Ja, aber die habe ich ja zum Teil gut ausgelichtet. Hier komme ich leider nicht runter. Da kommen wir nur bis zu 75. Oder dann zur Wiese. So. Ganz vorsichtig, nicht dass man uns durch die Steine unten noch was aufreißt. Das wäre nicht so toll. Ich würde sagen, wir parken das Ding mal hier. Klappe das Geschoss mal auf. Wollte so nicht hinhauen. Jetzt aber. So. Klar, dass ich dieses Feld nicht besitze. Ah, nein. Schaffe ich es jetzt einmal außer rum fürs Vorgewende oder schaffe ich es nicht?
Ich versuch's jetzt einfach. Dass ich das Vorgewende hinkrieg. Nee! Pures Geld, wo da verloren geht. So. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr auf dem Feld. Wir brauchen ja unbedingt Stroh, haben wir gesagt. Das sieht nicht so gut aus, dass man da rumkommt. Finde ich jetzt nicht sehr toll. Ja, wir geben uns Bestes. Im 2013 gab es ein schönes Glas, der hat überall Kameras verbaut gehabt. Auf den warte ich jetzt eigentlich immer noch. So. Gerade rechtzeitig zur Wende. Dann wenden wir hier ganz kurz. Dann fahren wir hier zweimal, also einmal runter, einmal hoch. Dann und wo haben wir's? Den brauchen wir. Milchwaage wäre eigentlich auch voll. Hoppala, bist du Schluck auf. Hier wieder schön vorsichtig durch. Ich bin mir schon die ganze Zeit im Überlegen, ob wir uns nicht einen Auflieger holen sollten. Zum Abfahren dann und die Abschiebe, den Abschiebewagen behalten. Für Sachen, wenn man die Schweine füttert oder die Mastschweine. So, solange der eigentlich abtankt, könnte man mit dem hier doch eiskalt ein bisschen Milch verkaufen. Die Zeit sinnvoll nutzen. Und Geld kann man immer brauchen. Dann reicht es vielleicht bald wieder für ein neues Feld. Beziehungsweise
Ich habe jetzt endlich mal das Förderband von Mahu runtergeladen, dass wir uns das mal noch kaufen können. Dann bin ich über ein IT-Runner Container gestoßen als Überladewagen. Und natürlich dann Felder. Und für mich der neue Trecker. So. Das wäre abge. Hä? What's wrong here? Jetzt. Ist der Anhänger ein bisschen nach unten gerutscht, wahrscheinlich. Milch wird noch schön verkauft. Halt, das war die falsche Taste. Die wollte ich. So, jetzt gehe ich hier einmal runter und dann wieder einmal hoch. Und dann durch nochmal abtanke und dann fahre ich wieder vor und mache vorne das Vorgewende. Dass man schön winde können. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriege hier. Ob der Arsch dann gleich rumkommt. Ja, einmal frei. Gar nicht teuer. So, dann hätten wir das Vorgewende auf einer Seite. Und auch schon 75% im Korntank. Der Kollege Klaas, der ist noch am Verkaufer. Da können wir jetzt gerade nichts machen. Fliegel hat jetzt schon 70%. Die Ernte scheint gut zu werden. Ich muss nur gucken, dass ich nicht allzu viel stehen lasse. Einmal, weil das Feld ja einen Knick drin hat. Man möchte halt auch nicht zu viel Überlappung haben mit dem Schneidwerk.
Wäre schon dann alles Zeit, was man dann nochmals fahren muss. Latte 80%. Stellen wir uns noch parallel hier hin. Dann holen wir den hier. Lass er den noch voll laufen. Wenn ich jetzt den Container für den IT-Runner hätte, könnte man den quasi als Feldrand-Container nutzen. Also quasi wie ein Gülle-Container. Ans Feld hinstellen, Rohr ausklappen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der das dann automatisch erkennt. Oder. Also automatisch erkennt, wie man drunter fährt, oder ob der einen Traktor braucht. Ansonsten stellt man halt einen Traktor parat, IT-Runner dran und den Container drauf. Das wäre ja dann auch noch eine Möglichkeit. Weil dann bräuchte man keinen größeren Anhänger, sondern könnte die Zeit, wenn natürlich die Strecke vom Feld zum Hof länger ist, dann macht es natürlich erst Sinn. Vorher macht es keinen Sinn. Weil dann könnte man nämlich die Fahrzeit überbrücken, könnte es da so lange abbunkern. Und ich glaube ja jetzt im 17er funktioniert ja das, dass man mit Überladewagen und so Geschichte beziehungsweise Drescher auch direkt am, ich sag mal, am Abladetrigger, schweres Wort, abladen kann. Gucken wir da noch schön rein. Wir haben. Haben wir jetzt Gasstelle oder Weizen drin? Wenn wir Weizen drin hättet, wäre es natürlich Schande. Gasstelle, Glück gehabt. Was ist eigentlich momentan der Gasstellepreis? Ah, nicht wirklich gut.
So Leute, aber nichtsdestotrotz, wir sind wieder am Ende von der Folge. Ihr merkt jetzt diese Folge letzte und die letzte Folge. Ich möchte mal ein bisschen kürzer fassen in der Folge jetzt. Und zwar einfach, wenn die Folge dann so lang sind, dann guckt es auch nicht jeder an, weil denkt, ja, was soll ich jetzt 2 Stunden lang so ein blödes Video von dem angucken? Daher komme ich jetzt ein bisschen so vom Zeitlimit Richtung so 20 Minuten plus minus, natürlich je nachdem, was gerade anliegt. Und ja, ich hoffe, ich kann es einhalten und schweife nicht immer zu weit aus. Ja, aber ja, wir haben jetzt die 21. Minute und ich würde mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden. Ich mache das Fall jetzt noch fertig. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir ans nächste Feld gehen. In diesem Sinne, tschüss.